Ich begrüße nun zwei aus der jungen Garde des Sportclub Rheindorf-Altach bei mir. Als erstes darf ich den neuen Torhüter, den erst 16-jährigen Benjamin Hocegovic, bei mir begrüßen. Benjamin, aktueller U17-Nationalteam-Goalie von der Wiener Austria, ins Ländle gekommen. Was waren deine Beweggründe für einen Wechsel von der Austria zu Sportclub Rheindorf-Altach? Ja, ich denke, hier könnte ich mich schnell entwickeln und kann sehr viel lernen vom Andi Luxe und vom Cobras. Ich bin auch jung und ja. Und welche Ziele hast du dir gesetzt für die kommende Saison? Ja, ich will mich da jetzt gerne mal entwickeln und dass ich dann halt mal schnuppern darf bei der Bundesliga, mal vielleicht auf der Bank, wenn es möglich ist, aber schauen wir mal, was am Ende passiert. Aber da fix im Amateurteam, oder? Ja, das schon. Da möchte ich auch immer souverän spielen, immer zu Null spielen und ja, mein Bestes geben. Okay, wir fahren weiter mit Lukas Jäger, der Lukas Defensivspieler im Bereich von SC Rheindorf-Altach und aktueller U21-Nationalspieler. Lukas, in den letzten Spielen immer in der Startelf, auch gestern gegen Young Boys Bern wieder in der Startelf, stark gespielt und auch im U21-Erfolg. Derzeit läuft es gut, oder? Ja, es läuft sehr gut eigentlich. Also ich habe sehr viele Minuten bekommen jetzt die letzte Zeit und da möchte ich gerne anknüpfen und so weitermachen, ja. Und welche Ziele hast du dir gesetzt für die neue Saison? Ja, ich möchte einfach Top-Leistungen bringen, ich möchte alles geben für den Verein, für die Mannschaft und ich hoffe, dass wir so viel wie möglich Punkte machen. Damit sind die beiden Youngsters ein bisschen näher kennenlernen. Einen kurzen Word-Rap, Hü oder Hot, 6 Fragen, 6 Antworten. Lukas, Waldlauf oder Kraftraum? Waldlauf. Heim- oder Auswärtssieg? Heimsieg. 1:0 oder 4:3? 1:0. Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Pizza oder Pasta? Pizza. Twitter oder Facebook? Facebook. Danke. Benjamin, Waldlauf oder Kraftraum? Kraftraum. Heim- oder Auswärtssieg? Beides. 1:0 oder 4:3? 1:0. Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Pizza oder Pasta? Pizza, ja. Twitter oder Facebook? Facebook. Danke.